Willkommen zurück bei The Witcher 3. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir wurden gerade von den Ghulen angegriffen, haben dann erstmal eine kleine Pause gemacht, aber lass uns erstmal schauen hier, was das Tutorial uns zu sagen hat. Das Leben auf dem Fastland und auf Skellige ist hässlich, brutal und kurz. Der Krieg verwüstet das Land und die, er verschont, leben in ständiger Angst vor den zahllosen Monstern, die vor den Städten und Dörfern lauern. Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsbalken über dem Kopf dargestellt, der anzeigt, dass du mit dem Silberschwert gegen sie kämpfen solltest. Alles klar, weiß ich Bescheid. Jo, dann sollten wir jetzt mal gegen die Ghule kämpfen. Wow, da sind wir gerade gut ausgewichen dafür, dass der Ghul eigentlich recht schnell war. Oha. Na, guck mal hier, die machen wir aber gut fertig. Wo ist der andere hin? Irgendwo war da noch einer. Ah, hier kämpfe er noch gegen... Ah, unseren Companiero. Ja, pass auf, komm, dann hole ich mir den da oben. Boah, die Ghule, die kann man aber echt schwer ausmachen, muss ich sagen. Die haben sich gut versteckt hier. Und der gute alte Ghul ist dann auch Geschichte. Sehr schön. Adrenalinpunkte. Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fähigkeiten gestatten dir das Ausführen von Spezialangriffen, für die Adrenalinpunkte erforderlich sind. Diese werden beim Einsatz verbraucht. Außerhalb des Kampfes verringert sich deine Adrenalin... Ah, okay. Die Adrenalinpunkte gehen dann langsam wieder zurück. Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Du kannst Vitalität regenerieren, indem du isst oder trinkst oder mindestens eine Stunde lang meditierst. Hinweis: Auf den Schwierigkeitsstufen Blutschweiß und Tränen und Todesmarsch kannst du durch Meditieren keine Vitalität regenerieren. Essen und Trinken kannst du auf den Plätzen für Konsumgötter ablegen. Und während des Kampfes rasch darauf zugreifen zu können. Drücke R oder E, um sie zu verzehren und Vitalität zu regenerieren. Es befinden sich Lebensmittel auf dem oberen Platz für Konsumgüter. Drücke R, um sie zu essen und einen Teil deiner Vitalität zu regenerieren. Okay. Also Brot. Ah, Brot und eine Wasserflasche. Drücke X, damit dein Pferd zu dir kommt. Okay, warte. Ha, siehst du, da haben wir regeneriert. Alles klar, nähe dich deinem Pferd und drücke F, um aufzusitzen. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Nö, hast du nicht. Hexer sind meistens unterwegs und erledigen Aufträge. Sie ziehen durch tiefe Täler oder hohe Berggipfel und durch modrige Sümpfe. Zum Glück kann Geralt sich unterwegs stets auf sein Pferd Plötze verlassen. Drücke X, um Plötze zu rufen. Alles klar, wissen wir doch schon. Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Hm. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Okay, alles klar. Drücke in der Bewegung zweimal Umschalt links und halte es gedrückt, um zu galoppieren. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovizreich, meinst du? Temerien und... Ah, die Ausdauer geht dann auch noch da. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Ja, dann glaub mal weiter da dran. Da vorne waren übrigens irgendwelche Gegner. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Oh. Was ist da denn für ein Drecksvieh, Leute? Sieht aus wie so ein Greif. Das nehme ich mit, das ist mein Snack. Wo ist denn der Typ, der Hilfe gerufen hat? Oh, ihn hat's ein bisschen erwischt, oder was? Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd.
Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Ein paar Kronen wäre nicht schlecht. Ein paar Kronen können wir immer gebrauchen. Bin leider gerade schlecht bei Kasse. Die Nilfgaarder haben meinen Besitz beschlagnahmt. Und jetzt dies. Hier. Ha, 50 Kronen. Danke. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau. Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Keine schlechte Idee, zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl, direkt aus dem Keller. Gehen wir. Okay, alles klar. Folge Wesemir. Wollen wir nochmal schauen. Wo möchte der denn jetzt schon wieder hin? Ein neuer Eintrag wurde im Bestiarium. Oh, drücke Rücktaste, um das Menü zu öffnen. Oha. Glossar, Bestiarium. Hier haben wir den Greifen jetzt. Ja, halb Adler, halb Katze. Wie aus dem Wappen des Grafen. Nur dieser hatte statt des Zepters meine tote Kuh in den Klauen. Anonymer Zeuge eines Greifenangriffs. Okay, krasse Viecher. Ah, guck mal, hier unten steht dann sogar. Blablabla. Hier steht sogar, wirksam sind Bomben. Das Zeichen Art. Und Hybridenöl. Okay, alles klar. Danke, gut zu wissen. Weiß ich Bescheid. So, rauf auf unser Hotte Hü. Oh, echt? Hey, ich halt doch... Ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Okay, besiedelte Gebiete. Du näherst dich einem Dorf. Störe dessen Frieden nicht. Denk dran. Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gerne, wenn du andere übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen wie Dörfern oder Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf der Karte mit einem Symbol markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexerarbeiten und lokale Ereignisse zu informieren. Okay. Wow! Häng hier fest. Ich hab das Kind umgeritten, habt ihr es gesehen? War natürlich nicht mit Absicht. So, dann wollen wir mal hier zum Dingens gehen. Zum Gasthaus. Gasthof. Erstmal einen ordentlichen Schnaps und ein schönes, kühles Bier. So muss das sein. Junge! Wenn die mein Bier verschüttet hätte, hätte sie richtig aufs Maul gekriegt. Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Jetzt gibt's Ärger hier, glaube ich. Richtig gut. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht.
Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Ein fieses Biest. Fies? Ihr Jäger habt leicht reden. Der hat Lena vielleicht zugerichtet. Die Arme ist halb tot. Aber jammern bringt nichts. Wie kann ich euch helfen? Erstmal ein Bier. Schöpfchen. Und du? Darf's was zu trinken sein? Durch Optionen, die mit dem Beutel markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. Alles klar. Ich suche eine Frau. Zeig mir, was du zu bieten hast. Ganz schön was los hier. Zeig mir, was du zu bieten hast. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Ey, bitte Bier, ey. Kaufe und verkaufe Gegenstände im Handelsfenster. Doppelklicke auf einen Gegenstand, um ihn zu kaufen. Drücke Escape, um das Handelsfenster wieder zu schließen. Okay, was haben wir denn hier? Pfeffer-Wodka, okay. Ordentliches Bier hier. Kräuterschnaps. Na, normaler Schnaps. Zwergenschnaps. Zitronen-Wodka, Kirschlikör, Alraunlikör, Alkohest, okay. Wasserflasche Kuhmilch. Ja, gibt's ja nichts Richtiges da. Was ist das denn? Gewöhnlicher Gegenstand, eine Gewinnkarte. Ah, das ist dieses Kartenspiel, ne? Oh, okay, verstehe. Hm, Ausrüstung, was haben wir denn hier? Eine Fackel, ah, das sind unsere Sachen. Wir haben eh nichts zu verkaufen. Ja, was könnten wir denn gebrauchen? 5 Sekunden Wirkung, Essen, regeneriert Vitalität. 10 Sekunden Wirkung, so ein ordentliches Hähnchen hier. Kostet das 63 Kronen? Wow. Das heißt, der Typ hat dafür, dass ich ihm das Leben gerettet habe, sozusagen mir noch nicht mal ein Hühnchen hier spendiert. Das ist natürlich schon ein bisschen armselig. Na gut, egal. Komm, lass gut sein. Will nichts essen. Ganz schön was los hier. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Okay, alles klar. Kümmert sich schon jemand um den Greif? Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt? Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Gut, okay. Alles klar, dann hau mal rein, ne? Achso, nee, ah, ich muss ja... Klar, wir suchen nach einer Frau. Ha, wie konnte ich das denn vergessen? Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja. Es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Okay. Durch Dialogoption mit dem Dingens wird das Gespräch beendet. Vielen Dank. Vielen Dank für alles. Danke. Für alles. Gut, also, es gibt noch niemanden, der den Greif jagen soll. Dem könnten wir uns theoretisch annehmen. Aber hier ein bisschen Cash in the Tash, das wäre natürlich sehr schön, wenn wir dafür auch ein bisschen was an Belohnung bekommen würden. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Okay, alles klar. Frage die Reisenden nach Yennefer. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Drommle, Drommle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen die die Linien, hm? Nochmal, es gibt vier Farben. Hier hinten der eine Typ, der sieht doch vernünftig aus. Mal schauen.
Ich suche eine Frau. Wie jeder? Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Hehehe. Oh Mann, okay. Gut, ich trinke was. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Oh! Da habe ich aber einen guten Riecher gehabt. Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Okay. Woher kennst du Jen? Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Du weißt, wer ich bin? Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Cooler Kerl. Wer bist du? Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Okay. Wo ist Jennifer? Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Natürlich geht es um die Liebe. Erraten. Es ist die Liebe. Wusste ich gleich. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Weg ist er. Oh Mann, ey. Ey, wie geil ist das denn, Leute? Ich hab den Typen einfach mal so angequatscht, weil ich dachte, komm, der sieht mir doch irgendwie so ein bisschen so aus, als ob der was wüsste. Hier, das ganze Bauernpack und so, die kannst du doch nicht fragen. Was wollen die mir denn groß sagen? Oh, guck mal, die Kätzchen. Oh, jetzt rennt sie weg. Weil ich dachte mir so, komm, ey, der sieht so aus, als ob er irgendwas wüsste. Und ich sollte recht behalten. Okay, alles klar. Dann lasst uns am besten dem Wesemir mal berichten, was wir in Erfahrung bringen konnten. Ja? Was ist denn, Wolf? Wir sind jetzt seit einem halben Jahr unterwegs. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja. Obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Oha, so alt bin ich schon, alles klar, hau rein. Bis später, Wesemir. Gut, dann muss ich doch erst hier raus und nach Jennifer fragen, Leute. Aber ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part von The Witcher. Morgen geht es weiter und wie immer würde ich mich über Kommentare und eine Bewertung freuen. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast und ich sage einfach mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, dir noch einen schönen Tag. Mach's gut, ciao, ciao.